Ich habe das Solinger Tageblatt an die Seite gelegt, um fertig zu werden. Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Testgut Hochdruck. Und ich bin angekommen im letzten, dem roten und dem längsten Kapitel. Das Kapitel geht über 50 Seiten. Und dann ist das Buch beendet. Medikamente bewertet heißt das letzte Kapitel. Und es hat folgende Abschnitte. Medikamente von A bis Z. Den werde ich nicht vorlesen. Da sind die in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Da kann man nachgucken. Man braucht nur den Medikamentennamen. Das ist auch nicht nach Wirkstoffen sortiert, sondern nur nach Medikamentennamen. Da steht zum Beispiel Lisilich und es ist Lisinopril und das Ganze ist geeignet. Zahl dahinter. Weiß ich noch nicht, was das mit der Zahl auf sich hat. Ach, die werden dann durchnummeriert, wie sie hier vorkommen. Lisinopril ist zum Beispiel, ich gucke mal gerade nach. Wie ist das Medikament? Lisilich ist Nummer 1. Ist ein, kann man dann hier hinten finden, ist ein ACE-Hämmer und die werden dann vorgestellt. ACE-Hämmer, ACE-Hämmer und Diuretikum auch wieder in alphabetischer Reihenfolge. Alpha-1-Blocker, Alpha-2-Anker, wie gesagt, in alphabetischer Reihenfolge gehen die dann nochmal darauf ein. Das ist das, was ich vorlesen werde. Und das ist, geht bis Seite 142 und dann gibt es Therapie im Überblick, hoher Blutdruck ohne Begleiterkrankungen. Da wird auch vorgeschlagen, wie man anfängt und wie es dann weitergeht. Und dann gibt es noch einen Abschnitt Therapie im Überblick, hoher Blutdruck zusammen mit Herz- oder Nierenerkrankungen sowie Diabetes. Und dann ist das Buch zu Ende. So, es gibt jetzt erstmal den einführenden Teil zu Medikamente bewertet. Medikamente bewertet. Wie wirksam ist das Medikament, das ich regelmäßig einnehme? Welche Nebenwirkungen kann es haben? Lesen Sie unter Bewertung und lesen Sie unsere Bewertung und die Empfehlung von Experten auf den nachfolgenden Seiten. Die Stiftung Warentest prüft und bewertet dauerhaft rund 9000 häufig verordnete oder selbst gekaufte Medikamente. Jedes Medikament bekommt in diesem Langzeittest eine individuelle Bewertung auf Basis eines wissenschaftlichen Gutachtens. Die Bewertungsstufen lauten geeignet, auch geeignet, mit Einschränkungen geeignet oder wenig geeignet. Repräsentiert durch die Farben grün, hellgrün, gelb und rot. Den Bewertungsgutachten liegen wissenschaftliche Studien zugrunde, die einen bestimmten Qualitätsstandard erfüllen müssen und die in festgelegter Weise ausgewertet werden. Das Ergebnis der Studienauswertung wird durch die Einschätzung anerkannter Fachexperten ergänzt. Einzelheiten zur Auswahl der Medikamente und zur Bewertungsmethode erfahren Sie unter www.test.de Medikamente Methodik, jeweils durch einen Schrägstrich getrennt. Im Anschluss an die Tabelle ab Seite 98, in der wir einen Überblick über die Bewertung geben,
begründen wir ab Seite 111 die Bewertungen ausführlich und geben Ihnen wichtige Hinweise zu den Medikamenten. Diese Hinweise sind als Ergänzung zum Beipackzettel zu verstehen. Sie können ihn aber nicht ersetzen. So. Medikamente von A bis Z ist der Teil, der jetzt kommt. Und damit geht's nachher weiter. Tschüss. Thank you.